Gold Coast, Australien, Hallöchen an alle Freunde des hemmungslosen Lästerns. RTLs Ekeltrash, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Sternchen, wie alle wissen, in die Dani-Show umbenannt, bietet auch an Tag 8 ganz viel Potenzial zum kollektiven Kopfschütteln, kreischenden Fremdschämen, aber auch überraschenden Staunen. Am Ende sind wir den ersten Promi wegen zu weniger Anrufe endlich los. Wir sind bereit, ihr auch? Let's go! Am Donnerstag wurden zur grenzenlosen Überraschung aller Elena Miras, Sternchen, die beim Jugendamt angeschwärzt wurde. Und Daniela, Sternchen, sorry, natürlich Dani, Büchner, Sternchen, Daese, Kamera, geile schwarze Witwe, in die Dschungelprüfung gewählt. Zum insgesamt schon fünften Mal Rekord aller 14 Staffeln. In das große Genöle, Sternchen Dannes Paradedisziplin, müssen die Ibis-Quotenbringer 11 Fragen beantworten und haben dafür jeweils 90 Sekunden Zeit. Wäre natürlich ausgesprochen boring, wenn nicht auch widerlich vergammelte Abfälle, Sternchen nein, Günther Krause kommt nicht zurück und noch mehr fehlende Allgemeinbildung dabei wären. Jedenfalls besteht die Antwort auf die 11 Fragen aus zwei Teilen, die Elena und Dani aus zwei riesigen Behältern fischen müssten. Jede richtige Antwort, Sternchen, also zwei korrekte Teile, bringt einen Stern. Wer jetzt denkt, das weibliche Duo versagt erneut auf ganzer Linie, weit gefehlt. Dschungelcamp 2020, Dani hat Würmer in den Ohren, Elena leider Luft im Kopf. Schon zum Spielstart kommt unsere Dani zum Vorschein. Die landet festgeschnallt an der Förderpumpe kopfüber und drehend in Innereien und Fischabfällen, Sternchen, das ist mein RTL. Doch die Büchernwitwe und Fünffachmutter kriegt wieder das bekannte Sendezeitsyndrom. Ich habe Würmer in den Ohren, sagt sie in der Hoffnung, dass Dr. Bob ihr in die Löcher schaut. Muss er aber nicht, Dani überlebt auch so. Na, wisst ihr, wie die CDU-Bundesvorsitzende mit Nachnamen heißt? Fragezeichen. Elena auch nicht, Sternchen, welch Überraschung. Dani findet das richtige Krampfschild, kennt aber den zweiten Teil des Familiennamens nicht. Elena versucht ihre Gehirnzellen anzustrengen, Sternchen aussichtslos, Stern weg. Der Fairness halber müssen wir zu Dschungelprotokoll geben. Dani wusste fast alles, Elena fast nichts. Am Ende holen die beiden freudig, schreiend und nervig quietschend 9 Stars, Sternchen, sie wären so gern auch einer. Und Dani nervt weiter, weiter, immer weiter. Siehst du, ich kann auch was. Show must go on. Liebes Elena weiß nicht, wer Dani ist, Sternchen, trotz 95% Sendezeit im obligatorischen Anschlussinterview zieht die gerade noch fröhliche Elena vom Leder. Aber schnell, denn ich hab richtig kalt. Sternchen, kein Schreibfehler, sie habe genauso viel B-Strage-N wie Dani, motzt sie in jene Dschungelkameras, die sie tags zuvor noch filmten, während es ihr SC leicht ging. Sternchen will nochmal in den hochdotierten Arbeitsvertrag schauen, ob RTL das wirklich durfte. Witzig, die Schweizerin, die Malewitwe ist für sie jedenfalls unten durch. Ich will nicht über sie reden, weil sich alles um sie dreht. Das nervt mich langsam.
Wer ist sie? Sternchen wüssten wir auch gern, unsere Dani, wie wir sie kennen, Sternchen aber mit Sicherheit nicht hier lieben, muss im Adrenalinrausch natürlich ihren Jens, 49, mit Kusshand Richtung Himmel grüßen, heute vor 14 Monaten ist mein Mann gestorben. Sternchen, traurige Geschichte, aber irgendwann muss doch mal gut sein, oder? Zurück im Camp muss die Mallorquinerin wieder ein Fass aufmachen, wie schlimm ihre insgesamt siebte Prüfung doch war, dass sie sogar den Kopf unter Wasser hatte und so weiter und so weiter. Zu allem Überfluss zeigt sie auch noch den ekelhaften Inhalt ihres Badeanzugs, Sternchen, da ist sogar Anastasia geschockt. Auf die Schnauze, Dani checkt es tatsächlich immer noch nicht, Daniela Büchner, die Unschuldige, Teil 8577. Dani hatte am Donnerstag eine Diskussion mit DSDS Antonia Komlien, Sternchen Künstlername Toni Trips, NIE gehört. Ich hätte dich geboren können, oder wie das heißt, schiebt sie gegen die 22-jährige Konkurrentin im Dschungeltelefon nach, nachdem die sie auf ihr fragwürdiges Verhalten angesprochen hatte. Claudia sieht die uneinsichtige Witwe als schwächstes Glied. Das hat der Wendler übrigens auch. Ist jetzt die Zeit, wo die Psychospiele beginnen oder wo der Sündenbock gesucht wird, fragt SICH Dani an Tag 8 des Camps immer noch. In jeder Staffel ist einer, auf den sich eingeschossen wird und der auf die Schnauze bekommt. Hey, ich glaube, ich bin das. Tor, Sternchen, steigen eure Aggressionen gerade auf? Selbst wenn sie gehen müsste, behauptet die Büchnerin, wäre sie stolz auf sich. Sternchen, kurze Frage, weshalb B? Ich habe es bis hierhin geschafft und ich habe immer auf die Schnauze bekommen. Sternchen, will die jetzt SCHON wieder Mitleid? Ich gehe erst, wenn die mich rauswählen. Sinn der Sendung ist ja auch, dass man erst geht, wenn Emman rausgewählt wird. Aber Dani kennt die Sendung ja nicht, Sternchen schade. Elenas Jugendamtssorge, Marco heult mal wieder, Biotoxberger strafft die Gedanken. Zwei weitere, Sternchen unwichtige, Themen hatte die Freitagssendung noch zu bieten. Weil sie beim Jugendamt von einem RTL-Zuschauer gemeldet wurde, hat Elena Angst. Offenbar berechtigt, so aufgelöst, wie sie Sonja beim Wäschewaschen die ganze Story steckt. Es gibt ein laufendes Verfahren. Diesen Monat bekomme ich Bescheid. Ich weiß nicht, ob alles gut gesankt. Meine Tochter ist mein ganzes Leben. Das Amt kontrollierte die 27-Jährige und Partner Mike Heiter wohl auch daheim. Möchte Gernaus Kennerin Botoxberger drängt sich in den Vordergrund, spricht von einer Farce und purer Willkür, Sternchen Dani würde jetzt Sendezeit rufen. Sollte etwas passiert sein, würde Elena das Camp abbrechen, Sternchen als ob. Meanwhile am Teich, Marco Cerolo, Sternchen isch, misch, weißt du, heult hart ab. Der hatte ja seiner Christina Grass, Sternchen krasser Name, das Handy samt Passwort überlassen und fürchtete, dass sich seine verflossenen Chantal, Cheyenne und Shania Jacqueline hinsichtlich Beischlafs melden könnten. In dir sitzt alter Schmerz, der hoch möchte. Du hast eine große Traurigkeit hinter den Augen, WISZ die gestrafte Sonja, Sternchen also die unten im Camp.
wenn der krass schwule Laiendarsteller nur wüsste, dass seine Chrissy ein splitterfasernacktes Foto bei Instagram gepostet hat, Sternchen hier, guckt mal, wäre er vielleicht eher der, der über einen Schluss-S-Strich nachdenken sollte, Sternchen A, denkend, da scheitert's wieder. Hippie Markus treibt Elena zur Weißglut, Baktueline, Sternchen ja, wir haben die Aussprache gelernt. Schon länger Klavierprofi Raul Ennesto Anastasia, Sternchen nächster Lernerfolg und Wendler überlebt Ende Claudia bieten halt auch echt gar nichts. Die Jugendhampffreundin hat sich gegen die Campmänner, Sternchen Männlein eingeschossen. Hippie Markus Frage, wer seine Kleidung verbotenerweise im Weiher waschen wollte, treibt sie völlig auf die Palme. Das Love Island Sternlein will auf ihrer Liege chillen, dort hat sich aber Toni hingeflezt. Immerhin ein Sternchen unmöglich tätowierter Empfangsbolzen zum Lästern zur Stelle, wenn man ihn dringend benötigt. Wenn man mich provozieren will, dann sagt man mir das ins Gesicht und dann kann man mit mir diskutieren. Oh mein Gott, was ist das? Ich habe keine Angst vor einer Konfrontation, Sternchen hat sie das wirklich fehlerfrei ausgesprochen, mit einem Mann. Alle kacken sich ein, haben die kein Ding in der Hose? Das sind die allergrößten Lästernschwestern. Was für eine Scheiße, also doch nicht alles positiv, positiv, positiv im RTL-Camp der Abgestürzten? Helmut oder Annalena, Sternchen danke Svenny, wer muss das Camp verlassen, Spannung versprach das Ende der Sendung. Denn TV Deutschland hat die erste Woche schon geschafft. Heißt, erstmals möchte gern Promis rauswählen. Aufgrund eines heftigen Gewitters samt Starkregen gingen Sonja und Daniel diesmal nicht ins Camp. Die Promis wurden im Rahmen der Evakuierung ins Dschungeltelefon gebeten. Dort fand die Verkündung statt. Trotz des gesundheitsbedingten Ausstiegs von Günther, Sternchen Helmut, Krause musste jemand gehen. Und getroffen hat es Marco. Wegen des Starkregens schob sich sein feuchter Abgang aber nach hinten. Die zweitwenigsten Anrufer hatte übrigens Anastasia, Sternchen die Langweilerin hätte ihn gern direkt begeleiten können. Am heutigen Samstag geht's ab 22.15 Uhr bei RTL weiter mit dem Geläster. Bock auf mehr Dschungel? Hier bei TVNOW gibt's alle Folgen zum Nachschauen.